Okay, Videosequenz. Okay, gut, schauen wir doch mal, ob wir da nicht hinreisen können. Mit meinem Glück wahrscheinlich nicht. Nee, können wir natürlich nicht. Aber wir sind ja immerzu ein Dorn. Gut, wir können wenigstens eine Schnellreise, ach, zu der nahegelegensten Sache machen. Und dass das sich immer wieder demarkiert, wenn man da einmal, sag ich mal. Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Naja, wisst ihr, was ich meine, dass sich das mal demarkiert. Bevor er stirbt. Captain von Steuerbord, treibt gut. Sieht wie Beute aus. Haltet euch fest! Okay, da vorne ist wieder was Treibgut. Das sammeln wir natürlich auf. Oh, Holz mal 4, super. Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Hi, die Armada. Das sind Torres und seine. Ah, deswegen können wir auch eine Schnellreise machen. Denkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Captain, hier gibt es Meeresfeuchte aufzuspießen. Ich weiß, will ich jetzt aber gerade nicht machen. Ein Kriegsschiff. Man hat ja sonst nichts zu tun. An ihnen vorbeisegeln, sagte sie. Ein Kriegsschiff! Badische Flagge! Die sind allein, Sir! Wir schießen einfach direkt mal. Auf dein Zeichen, Captain! So. Klar, dass wir da nicht hinkommen. Warum kommen wir da nicht hin? Ja, aber irgendwie so anonym werden, um zu interagieren. War ja klar. Natürlich entdeckt uns das andere Schiff auch noch. Wie könnte es auch anders sein? Ich sehe schon, komm, wir müssen gleich, das nochmal machen. Ja, wenn wir das Kriegsschiff entern würden, wäre es ja gut. Ach, da kommt gleich noch was anderes. Noch ein zweites. Klar. Natürlich, eins ist ja nicht schwer genug. Eins ist ja nicht schwer genug. Nein, nein, nur nicht. Ja, sorry, ich muss jetzt durchsegeln. Ich weiß es. Ich habe das andere Kriegsschiff natürlich noch angelockt. Ja, natürlich mein Fehler. Wir sind zu weit entfernt. Ja, desynchronisiert, das war so klar. Das ist einfach. Ne, keine Ahnung, also. Ich finde auch, man sollte für die Mission auch so ein bisschen Lagersachen bekommen. Also. Oder ich hätte einfach mehr Schiffe entern sollen. Das kann natürlich auch sein. Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Hi, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Gut, warum sagt ihr jetzt hier schon das, was da hinten erst stattfindet? An ihnen vorbei, Segel. Schön, dass das Fort jetzt auch noch auf uns schießt. Man hat nicht überall Freunde. So. Kann das Fort eigentlich auch mal aufhören, auf uns zu schießen? Das hat auch immer eine Range wie sonst wo.
Vielleicht können wir wirklich an denen vorbeisegeln. Das sollte reichen, Captain. Wir sind sicher. Kann ja sein, dass wir das irgendwie schaffen. Ich frag mich zwar noch wie, aber... keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir den Kriegsschiffen ausweichen können, wenn wir zur Mission wollen. Monsterwelle von Steuerbord! Na toll, es kommt ja noch so eine Monsterwelle. Ich hab doch echt nur Pech, Leute. So, was ist da hinten? Ach, auch nur zwei Kriegsschiffe. Oh, scheiße, es entdeckt uns gleich. Wir haben Ärger im Sieg! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Spanier! Scheint allein zu sein, Sir! Okay, vielleicht kommen wir jetzt zu der Mission. Hey, genau, cool. Jetzt haben wir das Kriegsschiff so ein bisschen umgangen. Oh, super, Leute, jawohl. Gut, wir müssen nicht dagegen kämpfen. Ich meine, ich würde es zwar gerne machen irgendwo, aber um das zu entern, aber nee, danke, Leute. Wenn wir so zur Mission kommen, dann reicht mir das. Jawohl. Puh. Ein Glück. Fortuna ist uns auch mal treu. Dieser Torres. Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigo. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Gut, dass du es verstehst. Super, die Küste erreichen. Jo. Du folgst mir? Ah, er muss aber schneller schwimmen. Naja, du hast ja auch sehr tiefe Einblicke. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Das muss natürlich auf dich warten, Anne. Sonst heißt es gleich wieder Verbündeter, desynchronisiert und ich starte hier direkt vorne. Bei diesem Spiel kann man ja nie wissen. Das desynchronisiert ja einen immer wieder ganz gerne. Einfach so und ohne Vorwarnung. So. Was das Observatorium ist, wissen wir ja. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Gar nichts. Tee trinken. Beziehungsweise erstmal gehe ich mir das da vorne jetzt holen. Sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ja, und sie machen sogar noch weiter. Ja, da liegt sogar einer. Na klar, sind die Einheimischen. Aber naja, ich war nicht besser. Ich habe sie auch alle abgeschlachtet. Ich bin eigentlich kein Deut besser als die gewesen. Wenn man überlegt, war ich wirklich nicht besser. Aber nun gut, wenigstens scheint mal alles ein klein wenig reibungslos zu klappen. Hui. Warum wird es auf einmal so... Na okay, es brennt alles, war ja klar. Hui, alles brennt. Nicht sehr schön. So. Hier geht's weiter. Man ignoriere die Gegner. Ach nee, hier ist eine Schatztruhe. Cool. Ist zwar jetzt gerade nicht so von Belang, aber... okay, immerhin.
Ach ja, dieses Entlanghangeln, ich liebe es einfach. Gut, so. Ich glaube, ich errege zu viel Aufmerksamkeit, wenn ich die jetzt so töte. Okay, so errege ich zwar auch Aufmerksamkeit, aber die konzentrieren sich auf die Wache und nicht auf mich. Und das ist so, das soll mir auch recht sein. Und cool, ich habe wieder 20 Pistolenmunition, warum auch immer. Habe ich zwar nicht gekauft, aber okay. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später. Ich erzähle es dir, wenn du kommst. Nee, verdammt, ich muss ja. Muss ja hier oben entlang. So, hier geht's entlang. Ach, gleich sind wir im Observatorium. Das hat ja mal alles halbwegs reibungslos geklappt. Ist ja auch mal ganz nett. Wenn man überlegt, dass das einfach immer wieder failt. So, wir sind da. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei, halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfer. Ei, komm mit uns vor Jungs zur Übung. N, wagst dich zu sterben, ne? Boah. Boah, was zum... das sah beim letzten Mal aber anders aus. Ach ja, das ist das Sicherheitssystem, glaube ich. So, ich glaube, das sah beim letzten Mal anders aus. Aber ich glaube, das ist echt das Sicherheitssystem hier. Okay. So. Gut. Das kommt runter. Aber ist das der richtige Weg? Ach nein, wir müssen Schritt für Schritt so hoch. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe schon. So, das kommt jetzt erstmal runter. Jetzt müssen wir hier entlang. Jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt müssen wir hier entlang. Hier hin. Also, wir müssen dahin. Doch nochmal zurück. So, hier hin. Jetzt gleich kommen wir dann nach da oben. So. Tada. Das erste geschafft. Super. Boah. Hui. Heftig. Hi, Kollegen. Was zum... Okay, gut. Dann kommt her. So, wo ist der Typ denn eigentlich? Verdammt, wir können dem nicht folgen. Wenn diese Lichtwand da ist. Achso, wir müssen, während die Lichtwand ist, weiter. Alter, der Typ ist echt krank. Hui. Creepy. Achso, wir müssen weiter nach vorne. Oh, schnell, Edward. Hilfe. Aber geil gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt warten wir. Ach, scheiße. Ach, verdammt. Da waren wir zu langsam.
Das war jetzt doof. Okay, ich werde hier wieder gespawnt. Super. So, echt eine tolle Verteidigungsanlage, die die hier haben. Überhaupt nicht stark oder so. Ach nein, scheiße. Ich habe mich einfach nicht bewegt. Ach, verdammt, ich glaube, man darf sich da nicht bewegen. Verdammt. Genau, okay, ich weiß, welcher Bereich hier davon getroffen ist. So. Genau, da kommt die Lichtsphäre hin. Ah, okay, so geht's auch. Das wusste ich natürlich nicht. So. Ich frag mich nur, wie dieser Torres, dieser alte Sack, das hier die ganze Zeit schafft. So. Okay. Ach, da ist er ja. Tja, wo ist wohl der Schädel, ne? Fehlt wohl ein bisschen was. Wenn du den nur hättest. Okay, kann ich jetzt einfach so... Hui. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Ne, das war... Ne, war's richtig? Nein, jetzt bin ich... Ach, ich Idiot. Boah, ich bin echt so ein Idiot. Jetzt kann ich das Ganze hier nochmal machen. Na toll. Komm schon. Okay, wenn man sich dann, glaube ich, nicht bewegt, passiert nicht. Sobald man sich erst bewegt, passiert was. Ich glaube, so ist das. Der scannt das sozusagen. Und wenn da jemand sich bewegt, dann passiert da was. Ja, ich Idiot. Ich spring auch noch, ne? Ich mach's auch noch. Mann, da war ich da schon ganz oben und dann... Ich bin so ein Idiot. Ich bin einfach so ein Vollidiot. Ich kann mich immer selber schlagen. Ich habe es irgendwie, glaube ich, gar nicht verdient, dass meine Videos so gut ankommen bei euch. Denke ich mir immer wieder. Ich meine, ich fail ja eh nur. So, die Hürde haben wir jetzt wieder gemeistert. So. Gut, weiter geht's. Gehen wir jetzt einfach mal hier rum. Ich glaube, von hier muss ich jetzt einfach runterspringen. Ja, und ich mach's mir immer so schwer. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher, jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja, nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran.
Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Gut, das war's auch mit ihm. Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes Utukila. Kavenen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich aber. Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Okay, sein Blick verheißt irgendein Erstaunen. Oder Entsetzen, ich weiß es nicht. Wie ein Neuanfang. Aufwachen. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Ey. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen. Ziellos. Oh, sie war ab. Ihr wisst ja, wer das ist. Der ähnelt ja dem Robots. Eine Rasse wildschöner, wunderbarer Kreatur. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten! Alles ab! Was spritzt du mir da? Dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Okay, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Anscheinend hat er den irgendeinen Körper übernommen. Sicher. Prüf den Puls! Er verblutet! Zeig das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Nein, nichts ist okay.